Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video, zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bedenkt, das ist lediglich eine Prognose. Und ja, ansonsten ist das ja erstmal wieder der letzte Spieltag vor der Länderspielpause. Wir freuen uns alle ganz doll, dass die Bundesliga endlich mal wieder eine Pause einfährt. Natürlich nicht, aber naja, jetzt geht's erstmal los mit dem ersten Spiel Hannover gegen Wolfsburg. Viel Spaß dabei. Zum Auftakt des 11. Spieltages stand die Partie Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg an und da kam doch ein Déjà-vu auf, denn zuletzt gab es das im Pokal vor wenigen Tagen. Am Ende konnten sich da die Wölfe mit 2:0 durchsetzen. Weghorst und Memedi hatten die entscheidenden Treffer erzielt. Die erste Möglichkeit hier gehörte aber den Hannoveranern, das ist Bobby Wood. Nach 4 Spielminuten mit dem Freistoß, das ist eigentlich eine gute Position, hätte man auch gefährlich vors Tor bringen können. Er probiert es selber und scheitert dann. Eine halbe Stunde schon gespielt und Hannover 96 war etwas umtriebiger und spielte den besseren Ball nach vorne. Die Elf von Bruno Labbadia nicht so gut drauf, auch wenn sie zuletzt beim 0:1 gegen Dortmund durchaus überzeugen konnten, sich am Ende aber nicht belohnten. Das hier ist ein guter Abschluss, aber auch eine gute Parade von Kuhn Kerstils. Dann kamen auch mal die Wölfe. Steffen ist das neu in der Startelf und da bekommt er auch den Abschluss gegen Philipp Schauner. Der reagiert aber auch gut und verhindert den Hausenrückstand. Es war eine vernünftige Partie der Hannoveraner. Auch schon gegen Schalke spielten sie nicht so schlecht, konnten sich am Ende auch nicht belohnen. Hier steht es nach 45 Minuten 0:0. Und dann gab es eine kleine Pause in der zweiten Halbzeit. Viel ging da nicht mehr, dann wurden die Wölfe wieder vorstelliger. Brekalo über die linke Seite nimmt da Arnold mit der Kopfball von Weghorst an den Pfosten. Und dann ist die Situation vorbei. Super Kopfball von der 16er Kante und dann Aluminiumpech. 20 Minuten jetzt noch zu spielen. Wolfsburg wurde stärker und bekam diesen Ball auf Yannick Gerhard. Der liegt quer und Brekalo mit dem 0:1. 74. Spielminute, das zweite Saisontor für den Linksaußen und das war jetzt auch im zweiten Durchgang die verdiente Führung für die Gäste. Hannover brachte nach vorne nicht mehr viel zustande und der Ball von Gerhard ist super gespielt und Brekalo muss nur noch den Fuß reinhalten und jetzt wurde es bitter für Hannover. Doppelschlag, 78. Maxi Arnold mit dem 0:2. Jetzt klappte bei den Wölfen vieles. Der vierte Saisonsieg stand jetzt kurz vor dem Abschluss. Es waren ja noch 12 Minuten zu spielen, aber sie spielten das jetzt hier eben auch gut zu Ende. Wolfsburg kombiniert sich dadurch. Hannover kommt nicht ran und wurde dafür bestraft. Die Zeit lief den Gastgebern davon und einmal kamen nochmal die Wölfe. Das ist Daniel Ginczek, legt nochmal quer. Maxi Arnold und diesmal hat er auch Glück, dass der Ball noch abgefälscht wird. 89. zweites Saisontor, also ein Doppelpack jetzt für ihn. Die ersten beiden Saisontore für den Wolfsburger Jungen. Durch die Abfälschung wird er unhaltbar für Schauner und so gewinnt der VfL Wolfsburg zum Auftakt des 11. Spieltages mit 3:0. Etwas zu hoch geht das Ganze am Ende aus, aber eine zweite und sehr gut gespielte Hälfte der Wolfsburger reicht hier aus, um die 3 Punkte nach Hause zu nehmen. Der FC Augsburg steht gut da in der Tabelle im Mittelfeld, ganz gesichert auf dem 9. Tabellenrang und trotzdem verlieren sie immer wieder Punkte auf unnötige Art und Weise. Hier gegen Hoffenheim hatten sie aber früh in der Partie riesiges Glück. Aluminium Nummer 1, Aluminium Nummer 2. Frühes Glück also für die Fuggerstädter. Die wurden dann nach einem Standard mal gefährlich. Philipp Max tritt den rein und Kayubi kommt per Kopf ran. Wichtig, dass der wieder dabei ist und dann ist es aber in der kurzen Ecke auch eine gute Reaktion von Oliver Baumann. Wir sind schon kurz vor der Pause. Eine lange Atempause nahm sich diese Partie. Schulz auf Belfodil dann. Sehr auffällige Partie des Stürmers. Wenn es mal gefährlich wurde nach vorne, dann war er daran beteiligt. Aber das parierte Lute richtig stark zur Seite weg. Da muss der Ball dann auch hin. Die Situation war dann vorbei. Es stand zur Pause, also torlos 0:0. Ein bisschen mehr hätte man sich von den Sinsheimern erwartet. Aber das sollte jetzt im zweiten Durchgang besser werden. Keine 10 Minuten gespielt. Eckball, Bittencourt auf Belfodil. Und jetzt macht er auch sein verdientes Tor. Viertes insgesamt in dieser Saison. Und damit bringt er die Gastgeber verdient in Führung.
Zuletzt beim 4:1 gegen Bayer 04 Leverkusen hatte man eine richtig gute Effektivität an den Tag legen können. Und das sollte sich jetzt hier im zweiten Durchgang wieder bemerkbar machen. André Hahn auf der Linie, naja. Missverständnis mit Lute ist am Ende eine unglückliche Situation. Stunde jetzt von der Uhr. André Hahn mit dieser Flanke, aber Baumann war immer wieder aufmerksam. Richtig gefährlich wurde es für den Kasten des Ex-Vorarlbergers eigentlich nie. Und jetzt kam dann wieder Hoffenheim. Vincenzo Grifo auf Schulz, der mit der Flanke. Grilic, Belfodil und 2:0. Ist das überragend gemacht. Fünftes Saisontor, Doppelpack für Ishak Belfodil in der 66. Spielminute. Da kann er sich zu Recht feiern lassen, aber das war auch gut gespielt. Schulz, der die Flanke von der Außenseite bringt. Und dann ist es ein Doppelkopfball, der am Ende zum Erfolg führt. Gut rübergelegt und dann steht Lute etwas zu weit vor seinem Kasten und kann dann gegen diesen doch sehr gut platzierten Kopfball nichts mehr anstellen. Raube Leo kommt einen Moment zu spät und das nutzt dann der Mittelstürmer, der Sinsheimer, gnadenlos aus. Und jetzt kam die Zeit für Augsburg, noch einmal hier vielleicht ranzukommen. Kajubi über die linke Außenseite. Kajubi wird nicht richtig angegangen, bringt die Flanke, aber wieder Baumann. Und das ist eben das Sinnbild dieser Partie. Immer wieder die Versuche von Augsburg, aber kaum erführten sie zum Erfolg. Und dann gewinnen sie am Ende absolut verdient mit 2:0. Die Elf von Julian Nagelsmann gewinnt also auch mal wieder zu 0. Werder Bremen muss langsam mal wieder in die Spur kommen. Ergebnistechnisch zumindest die letzten zwei Partien sah das nicht mehr ganz so rosig aus in der Bundesliga, aber man hat hier einen richtig guten Saisonstart hingelegt und so auch hier einen perfekten Start erwischt gegen Borussia Mönchengladbach. Die letzten beiden Spiele waren sehr unglücklich, besonders gegen Mainz eine schwache Leistung. Das wollten sie hier direkt wieder gut machen und jetzt kamen die Fohlen ins Weserstadion, die hier erstmal überrascht wurden. Super Flanke auf den zweiten Pfosten. Kainz hat dann die Technik, den im Kurzneck unterzubringen. Aber für Jan Sommer ist da ehrlicherweise auch relativ wenig zu halten, weil der nicht schlecht geschossen ist. Also 1:0 für Werder Bremen. Und jetzt wurde Gladbach mal wieder nach vorne vorstellig. Konnten sich ja zuletzt beim 3:0 gegen Düsseldorf ergebnistechnisch wieder regenerieren. Halbe Stunde von der Uhr und Hazard mit der Direktabnahme. Scheitert aber an Gigi Pavlenka. Super Parade von ihm. Gegen Mainz musste er zweimal hinter sich greifen. Wurde da mehr oder weniger alleine gelassen bei den Gegentreffern. Und jetzt kann er sich aber mal wieder beweisen. Doch vor der Pause kamen nochmal die Gäste. Raphael wieder von Beginn an auf dem Feld. Neuhaus, genialer Ball auf Alassane Plea. Und der macht's ganz frech mit dem Außenriss in die kurze Ecke. Sechstes Saisontor für Alassane Plea und da kann Pavlenka den Ball nur noch aus dem Netz holen. Das ist hier ein toller Ball von Neuhaus. Genau dafür hat man ihn geholt. Und dann rechnet man normalerweise aus dem Winkel mit allem. Nur nicht mit dem Schuss, mit dem rechten Außenriss. Der passt dann aber auch haargenau. Es stand zur Pause also 1:1. Das verdiente Resultat nach unterhaltsamen 45 Minuten. Alassane Plea, eben der Torschütze, der Gladbach jetzt kurz vor der Pause zurück in die Partie auch ergebnistechnisch brachte. Der zweite Durchgang dann wieder erstmal pro Gladbach. Hazard mit der Flanke. Raphael bringt ihn irgendwie mit dem Kopf hoch rein. Und dann ist Alassane Plea da. Und was der für eine Technik hat, das beweist er hier nicht zum ersten Mal. Aber das ist auch wieder überragend gemacht. 53. Spielminute, Direktabnahme, Kopfball von Raphael auf den linken Fuß von Alassane Plea. Der hat Glück, aber das wird dann eben auch belohnt, wenn man sich da mal ein Herz fasst. Eine Stunde jetzt gespielt und Werder Bremen mal wieder nach vorne aktiv. Klaassen, Eggestein, Yuya Osako und zack, so schnell steht es dann wiederum 2:2. Es war eine richtig klasse Partie zweier sehr spielstarker Mannschaften. Und das, was man sich im Vorfeld so erhofft hatte, Chancen, Tore, gute Spielzüge, das bekam man hier definitiv geboten. Super gespielt, Osako, unglückliches Spiel gegen Mainz. Jetzt war er aber wieder zur Stelle und kann seinen nächsten Saisontreffer markieren. Jan Sommer kann aus kurzer Distanz nicht mehr
reagieren. Und das brachte jetzt nochmal Schwung in die Partie. Bremen wollte kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielen. Eggestein auf Osako. Osako wird da aber gut abgedrängt und dann kommt ein Ende. Dann kein guter Abschluss mehr bei Rom. Klasse Aktion hier von Elvedi. Viada, Yuya Osako stört. Doch eine Aktion gab es noch. Nochmal Yuya Osako über die rechte Seite. Erst blockt Wendt ab. Elvedi köpft den Ball raus. Wieder Bremen. Eggestein, Klassen, Kruse. Und in der 90. Spielminute macht Werder Bremen doch noch den Siegtreffer. Er kann sein Glück kaum fassen. Und alle Spieler kommen zu ihm. Was für ein Lucky Punch in dieser Situation. Pech für Gladbach, dass sie den nicht geklärt kriegen. Und dann läuft Kruse da durch. Das ist ein gutes Doppelpass-Spiel bzw. eine gute Passkombination überhaupt. Und trotzdem muss man da irgendwie zwischenkommen. In der 90. Minute markiert aber Kruse den Siegtreffer in dieser Partie. Unglücklich für Gladbach, die auch einen Punkt auf jeden Fall mit ihrer Spielweise verdient gehabt hätten. Aber es war eben ein Müh, das hier den Ausschlag gab. Am Ende war es Max Kruse mit dem 3:2 in der 90. Minute. Und so gewinnen die Werderaner mit 3:2. Der SC Freiburg konnte dem FC Bayern München einen Punkt am Ende abluchsen. 89. Spielminute, Lukas Höhler mit dem Ausgleichstreffer. Die Mainzer aber haben auch richtig spielstark gegen Werder Bremen über weite Strecken überzeugen können. Und jetzt waren sie hier auch das erste Mal nach vorne gefährlich. Das ist Pierre Kunde Malong auf Danny Latzer. Der schießt aber seinen Mitspieler Mateta an, der zuletzt noch das 1:0 gegen Bremen erzielen konnte. Es war eine Partie, die lange Zeit nicht viel zu bieten hatte. Dann kamen aber endlich die Torchancen dazu. Mike Franz über die rechte Seite. Über die rechte Seite im Strafraum. Wird da nicht angegangen. Eine Körpertäuschung. Yannick Haberer mit dem Kopf. Aber Zentner hält den Ball ganz einfach fest. 36 Minuten knapp von der Uhr und dann wieder Mainz. Ein gutes Spiel nach vorne und Freiburg etwas unaufgeräumt. Boetius ist das. Mit dem Abschluss, den nimmt er sich auch. Alexander Schwolo. Aber reaktionsschnell aus Spitzenwinkel ist er da und kann parieren. Es wurde auch durchaus immer mal wieder etwas härter reingegangen. Der Ball lange weg, Kleindienst fault noch rein, kassiert dafür die gelbe Karte. So stand es dann zur Pause 0:0. Sonderlich dramatisch oder spannend wurde es noch nicht. Es gab gute Ansätze, aber wie gesagt, die hundertprozentigen Torchancen blieben noch aus. Stunde jetzt von der Uhr. Und der SC Freiburg wollte das 1:0 erzielen. Latzer erstmal dazwischen, aber der Abschluss bekommt trotzdem zustande. Richtig gefährlich wurde es aber auch hier mal wieder nicht. Also ein ähnliches Bild wie schon im ersten Durchgang. Jetzt mal wieder Mainz. Spielerisch vielleicht mit der etwas besseren Anlage an diesem Nachmittag. Boetius dann auf Robin Quaison. Der kann auch eine Körpertäuschung wie Mike Franz im ersten Durchgang im 16er, wo wieder keiner mit klarkommt. Dann trifft er aber nur den Pfosten. 20 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Mainz erhöhte nochmal den Druck. Der nächste Abschluss, aber wieder war einer dazwischen. Und selten wurde es eben wie bei Quaison so gefährlich ansonsten in dieser Partie. Und es neigte sich langsam dem Ende zu. Man stellte sich auf dieses 0:0 ein. Trotzdem einmal kam Freiburg noch die Flanke und dann Diakate erstmal dazwischen. Koch auf Mike Franz. Und die letzte Aktion der Partie wird dann nicht belohnt. Das hätte der Lucky Punch für die Breisgauer sein können. Super Abnahme, aber dann geht er halt einen knappen halben Meter am Kasten vorbei. Freiburg und Mainz trennt sich so unter dem Strich auch verdient torlos mit 0:0. Ein Punkt, den beide sehr gerne mitnehmen werden. Da Fortuna und Stuttgart beide mit 0:3 verloren haben am letzten Spieltag, teilen sie sich weiterhin den letzten Tabellenplatz und jetzt wollten sie gegen Hertha, die auch 0:3 verloren haben, den zweiten Sieg der Saison einfahren. Doch die Gäste starteten hier richtig gut rein. Selke auf Vedat Ibišević und das 0:1 in der fünften Spielminute. Das fünfte Saisontor für den Mittelstürmer der Herthaner und da sieht Drensing nicht wirklich gut aus. Im kurzen Eck muss er den einfach parieren. Gut, wie sich Selke da durchsetzt. Heute mal im Aufgebot von Beginn an im Zusammenspiel mit Vedat Ibišević. Und dann schlägt er im kurzen Eck ein. Sieht sehr unglücklich aus für einen Torhüter, wenn er da reingeht. Und normalerweise ist Rensing in der Lage, solche Bälle zu parieren. Die Qualität hat er. Hier muss er sich den Fehler
zumindest teilweise ankreiden lassen. Aber da ließ sich Düsseldorf nicht lange von beirren und spielte munter weiter nach vorne. Die erste gute Möglichkeit hier von Ruven Hennings, aber am Ende von Jahrstein ohne Probleme entschärft. Es gab immer wieder Standards, die auch gefährlich wurden. Nico Gieselmann legt sich den Ball zurecht. 25 Minuten knapp von der Uhr. Duxch mit dem Kopfball und der schlägt fast am zweiten Pfosten ein. Sehr gute Aktion. Heute wieder in der Doppelspitze mit Ruven Hennings aktiv und das ist dann Glück für die Hertha, dass der am zweiten Pfosten eben nicht einschlägt. Und vor der Pause nochmal die Elf von Friedhelm Funke. Luke Bacchio. Duxch bekommt den Abschluss. Aber wieder ist Jahrstein da. Einer der wohl besten Bundesliga-Keeper aktuell in dieser Spielzeit. Der Stand zur Pause 0:1. Düsseldorf mit dem frühen Rückstand sehr unglücklich. Aber lange ließen sich davon die Gastgeber nicht beirren. Spielten da eine wirklich gute Halbzeit, aber konnten sich nicht belohnen. Dann im zweiten Durchgang, naja, es ging nicht so richtig gut voran. Die Gäste spielten sehr harmlos, ist man von ihnen so gar nicht mehr gewöhnt. Aber es stand ja 0:1 und das ist das Wichtigste. Dann 63. Minute mal eine Kopfballaktion von Rekik, aber auch das ist zu ungefährlich. Hertha spielte nicht mehr so ganz begeistert nach vorne, konnten aber jetzt wieder gut und stabil verteidigen, sodass Düsseldorf kaum mal Zugriff auf diese Partie fand, was zumindest die Offensive angeht. Gieselmann dann mal mit dem weiten Ball. Usami macht das gut. Und dann der Abschluss von Duxch, vielleicht etwas überhastet, aber immerhin nahm sie sich den mal. Doch gefährlich wurde auch das wieder nicht. Und dann nochmal die Hertha. Setzt hier nach. Usami mit dem Fehler. Andrej Duda dazwischen. Arne Meyer auf Davy Selke. Und Kalou ist in der Mitte downed. Hält nur noch den Fuß rein. 79. Spielminute. Diese Partie war entschieden. Der Ivora eiskalt. Drittes Saisontor. Hatte auch gegen Leipzig die ein oder andere gute Möglichkeit. Besonders eine, die hätte sitzen müssen. Jetzt macht er hier sein Ding. Nicht so verkehrt gemacht mit dem linken Fuß. Dann schlägt er ein. Für Rensing ist da nichts mehr zu machen. Der kann nur noch hinterher schauen. Hertha gewinnt also. Wieder in der Bundesliga regenerieren sich nach dem 0:3 gegen Leipzig und Düsseldorf verliert zum 8. Mal im 11. Spiel. Der erste FC Nürnberg konnte gegen den FC Augsburg in letzter Minute sich noch einen Punkt retten, beziehungsweise in der 88. war es da Lukas Mühl. Der VfB Stuttgart muss jetzt auch mal wieder was abliefern. 3 Spiele unter Markus Weinziel, allesamt verloren, allesamt ohne einen einzigen Treffer und 0:11 Tore, eine miserable Bilanz. Jetzt wurden sie hier das erste Mal richtig geprüft in der 37. Minute in der Defensive, aber Nürnberg spielte nicht so richtig stark nach vorne, kennt man von den Klubberern nach vorne, zu Hause vor allem ganz, ganz anders. Es stand zur Pause 0:0, eine ganz komische Partie mit sehr wenigen Tormöglichkeiten. Im zweiten Durchgang wurden die Schwaben dann etwas besser. Maffeo auf Shadrack Akolo. Akolo! Aber Lukas Mühl haut sich rein und es kam kein wirklicher Abschluss zustande. Jetzt schon über eine Stunde gespielt. Was war mit Nürnberg nach vorne los? Wenig und dann konnte Mario Gomez zustechen für den VfB. 64. Spielminute, 4. Saisontor. Und die Erlösung für ihn, endlich mal wieder ein Tor. Auch wenn er in Interviews immer wieder erwähnt, dass er das nicht braucht. Es ist doch so wichtig, insbesondere aber einfach für die Mannschaft, dass er jetzt hier richtig steht, den Kopf hinhält und der dann perfekt passt. Martinia aus kürzester Distanz ist dann da im kurzen Eck auch kein Vorwurf mehr zu machen. Da kann er nicht mehr so schnell reagieren. Muss dann leider aus Nürnberger Sicht hinter sich greifen. Die wollten sich dann schnell regenerieren. Endlich spielten sie mal nach vorne. Misi Can, aber naja, Ron-Robert Zieler fängt ihn ganz einfach ab. Auch wenn der schon mal gepatzt hat in dieser Saison. Normalerweise ein ganz sicherer Rückhalt. Dann hier dieser Fehler von Knöll und dann ging schnell. Askar Sieber auf Shadrack Akolo, spielt darüber, macht das selbst, er macht es selbst und macht das 2:0 in der 70. Spielminute. Sein erstes Saisontor, für ihn persönlich sicherlich auch wichtig, hat noch nicht so viel spielen können in dieser Saison. Askar Sieber mit dem genialen Ball, kein Abseits, da hätte er auch dann auf González rüberlegen können, er macht es selber. Martinha ist sogar noch dran, aber kann den Ball dann nicht mehr entschärfen, der einfach straff geschossen ist und
Dann am Ende auch einschlägt. Der erste FC Nürnberg gab sich aber nicht auf, wollte seinen gut Stimmung machenden Heimfans nochmal was bieten. Der Kopfball aber von Zieler in der 92. Minute dann auch entschärft. Und diese Partie ging dann mit 0:2 zu Ende. Bitter für Nürnberg, aber sie haben nach vorne einfach zu wenig getan. Weder im ersten noch im zweiten Durchgang war die Elf von Michael Köllner wirklich dazu in der Lage, gefährlich zu werden. Und Gomez und Akolo machten dann am Ende alles klar. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Signal Iduna Park am Samstag um 18.30 Uhr. Was für eine Partie und was für ein Tag. Richtig essentiell für den FC Bayern München. Wenn sie das verlieren sollten, dann wird es wohl ganz eng für Niko Kovac. Jetzt starteten sie aber gut rein, verteidigten aktiv nach vorne. Dann dieser Ball von Lewandowski auf Serge Gnabry. Da ist wieder Lewandowski und das 0:1. In der 5. Spielminute das 6. Saisontor für den Polen und Ex-Dortmunder. Und es ging hier miserabel los für die Elf von Lucien Favre. Super Abschluss, das ist ein Traumtor. Für Bürki ist nichts mehr zu halten und erstmal die Dortmunder im Hintertreffen. Das konnten jetzt die Bayern positiv für sich erstmal mitnehmen, dass sie so selbstbewusst hier auftreten. Damit hätte man wohl kaum rechnen können. Aber der BVB nach vorne immer gefährlich, immer aktiv und immer dazu in der Lage, Torchancen herauszuspielen. Das ist Marco Reus, der Pulisic bedient. Der Abschluss aber von Neuer ohne Probleme dann abgefangen. Die Bayern waren hier besser in der Partie. Vielleicht etwas Nervosität bei den Dortmundern, die sie erstmal auch nicht so groß abschütteln konnten. Aber Bürki ist eben auch ein klasse Hintermann, der das dann auch mal für seine Mannschaft ausbügeln kann. Es steckt ja auch viel hinter dieser Partie aus Dortmunder Sicht, denn wenn man hier gewinnen sollte, könnte man auf 7 Punkte davon ziehen auf den FC Bayern München oder eben nur noch 1 Punkt Vorsprung haben, wenn es denn so bleiben sollte. Und Bayern blieb weiterhin erstmal die bessere Mannschaft, Robben mit dem Abschluss, Roman Bürki fängt den aber ohne Probleme ab. Doch wieder die Bayern, halbe Stunde gespielt, Lewandowski, Glück in dieser Phase für den BVB, dass sie einen überragenden Mann mit Bürki da zwischen den Pfosten hat. Und jetzt mal Witzel mit diesem Zweikampfgewinn. Genialer Ball in den Lauf von Pulisic. Der hat die Übersicht und Maximilian Philipp mit dem Ausgleich. 42. Spielminute. Der BVB schlägt zurück und ist damit wieder mit 4 Punkten vor dem FC Bayern München. Da gewinnt Axel Witzel den Ball gegen Alaba. Spielt auf Pulisic. Das ist ein super Ball in die Mitte. Neuer weiß nicht, ob er rauskommen soll oder drin bleiben muss. Und Philipp dann gegen Neuer. Ja, sieht auch nicht ganz glücklich aus für den deutschen Nationalkeeper. Aber das hätte schon im Vorhinein anders geregelt werden müssen. Es stand also 1:1 für den BVB. Sicherlich etwas schmeichelhaft, weil der FC Bayern die deutlich bessere Mannschaft war im ersten Durchgang. Aber das Resultat sprach ja erstmal grundsätzlich trotzdem für die Dortmunder und für die Dortmunder Moral, dass sie sich nach dem frühen Rückstand wieder zurückspielen konnten. Und jetzt hatten sie hier die Möglichkeit. Christian Pulisic gegen Manuel Neuer. Genialer Ball in die Spitze von Philipp. Und dann ist es eine klasse Reaktion von Neuer. Stunde jetzt von der Uhr und Dortmund wollte das 2:1. Bayern wurde sichtlich nervöser. Aber grundsätzlich verteidigten sie das auch gut. Hummels klärt den Ball hier raus. Doch die Dortmunder Fans waren weiterhin sehr angetan. Jetzt wurde die Elf von Niko Kovac aber auch wieder mal gefährlich. Das ist Serge Gnabry, Lewandowski, Müller. Super Ball auf Leon Goretzka. Und der Ex-Schalker fast mit dem 2:1. Aber wieder war Bürki da. Der Schweizer, der heute schon sehr oft eingreifen musste. Auch wenn der nicht perfekt geschossen ist. Trotzdem muss man als Keeper dieses Stellungsspiel dann auch haben, um den dann rauszufischen. Noch etwas mehr als 20 Minuten zu spielen und wieder die Bayern. Thomas Müller, Gnabry und Lewandowski und das ist wieder eine klasse Reaktion. Und Glück wieder in dieser Phase für den BVB. Trotzdem blieben die Münchner dran. Kimmich auf Lewandowski, wieder Bürki. War aber auch abseits. Treffer hätte nicht gezählt. Und langsam lief den Bayern die Zeit davon. Auch wenn sie hier auswärts auftraten, mussten sie eigentlich den Dreier einfahren. Doch dann kam nochmal Dortmund nach vorne.
Hakimi auf Pulisic. Sehr gute Aktion. Pulisic legt sich den zurück. Marco Reus. Und Neuer pariert diese Möglichkeit. Fast noch der Siegtreffer für den BVB. Der wäre nicht verdient gewesen. Und trotzdem hätten sie damit sehr gut leben können. Der anschließende Eckschuss brachte jetzt aber auch nochmal Gefahr. Und Marco Reus legte sich den Ball zurecht. Jetzt vielleicht den entscheidenden Stich setzen gegen den FC Bayern München. Das wäre wohl der moralische Knockout. Reus und Witzel, aber zu harmlos. Neuer fängt den Ball ab. Und somit blieb es dann bei diesem 1:1. Keine Tore also mehr im zweiten Durchgang. Die Dortmunder Fans konnten damit sicherlich deutlich besser leben, halten damit die Bayern auf Abstand und die Münchner Gäste sind nicht so richtig zufrieden mit diesem Resultat. Ja, was ist mit Bayer 04 Leverkusen los? Da gewinnen sie einfach mal gegen Gladbach und Bremen mit mindestens 5 Toren. Und jetzt verloren sie 1:4 gegen Hoffenheim. Aber da hatten sie auch deutlich mehr Torchancen. Die Effektivität war einfach nicht da. Hier gegen Leipzig gerieten sie erstmal früh unter Druck. Paulsen mit der ersten Möglichkeit. 4. Spielminute per Kopf nach einem durchaus gelungenen Eckball. Trifft er aber dann nur das Außennetz. Und Leipzig konnte beim 3:0 gegen die Hertha wirklich überzeugen. Da weiß man ja, die Hauptstädter sind keine so einfach zu bespielende Mannschaft. Das machten sie dann aber gut. Und jetzt Bailey setzt sich hier aber zu einfach durch. Der Abschluss geht aber direkt dann auf Peter Gulaschi, sodass er den dann ohne große Probleme entschärfen kann. Dann wieder mal Leipzig, kurz vor der Pause. Es war nicht so viel nach vorne geboten. Hätte man sich vielleicht anders vorgestellt. Der Abschluss von Paulsen, Radetzky etwas im Glück. Erst gut mit dem Fuß, dann behindert er sich damit Bender gegenseitig. Zur Pause stand es also torlos 0:0 und so richtig viele Torchancen gab es auch im zweiten Durchgang erstmal wieder nicht. Aber dann mal Leipzig vorstellig, Brümer zusammen mit Kevin Campbell, Sabitzer, Demme. Mit Demme und Sabitzer ein gutes Zusammenspiel in dieser Situation. Paulsen hat dann genug von diesen Spielereien und schließt einfach mal ab und macht das 1:0 in der 65. Spielminute. Der Däne mit seinem 5. Saisontreffer bringt hier die Bullen nicht unverdient in Führung, auch wenn es nicht viele Möglichkeiten gab. Leipzig tat noch mehr für diese Partie und ja, die Elf von Leverkusen wollte vielleicht defensiv erstmal gut spielen und gut stehen, besser gesagt. Gelang ihnen auch weitestgehend, aber ganz ist Leipzig nicht zu verhindern. Und wir sind schon in der Schlussphase. Der zweite Durchgang wenig unterhaltsam. Mateusz Kunja ist das mal. Und Paulsen mit dem nächsten Abschluss. Noch abgefälscht. Lukas Radetzky greift ein und kann die Vorentscheidung hier verhindern. Guter Abschluss. Dann auch eine vernünftige Reaktion. Leverkusen kam im zweiten Durchgang fast gar nicht vors Tor. Einmal aber hatten sie die Möglichkeit. Jetzt die 93. Minute. Der Lucky Punch eventuell. Wendell über die linke Seite. Erstmal die Flanke schwach. Gulaschi kriegt den aber nicht raus. Havertz, Kevin Volland. Und dann war es vorbei. Das wäre auch nicht unbedingt verdient gewesen. Zu wenig machte Leverkusen die kompletten 90 Minuten nach vorne. Keine spektakuläre, keine wirklich groß unterhaltsame Partie. Am Ende gewinnt Leipzig aber verdient mit 1:0 und damit fahren sie die nächsten Dreier ein und haben jetzt schon 22 Punkte auf dem Konto. Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04, eine super Partie zum Abschluss des 11. Spieltages, die doch durchaus unterhaltsam werden könnte, wenn sie so spielen wie am letzten Wochenende. Schalke 3:1 gegen Hannover und vor allem 3:0 von Frankfurt gegen Stuttgart. Das war eine klasse Partie der Eintracht. Die erste Möglichkeit gehörte hier den Gästen. Kevin Trapp muss mal eingreifen. Ist da aber auch dann gut zur Stelle. Suat Serdar schließt ab und dann ist Kevin Trapp. Aber mit der Qualität da muss den auch so abfangen. 12 Minuten jetzt gespielt. Die nächste Möglichkeit, Sané per Kopf. Trifft aber nur das Außennetz. Es stand also weiter 0:0. Es war eine gute Anfangsphase der Elf von Domenico Tedesco. Was war mit Frankfurt nach vorne los? Sie brachten relativ wenig zustande bislang. Und es waren jetzt keine 10 Minuten mehr zu spielen im ersten Durchgang. Dann kamen sie aber mal. De Guzman ist das. Spielt auf Sebastian Haller. Jovic, das ist jetzt ein sehr gutes Spiel. Sebastian Haller auf Luka Jovic. Und natürlich macht er das Tor. 8. Saisontor für ihn. Und das ist dann auch Frankfurter Kälte. Ganz aktuell
sind solche Dinge einfach drin. Aber wenn Haller und Luka Jovic zusammenspielen, das ist eigentlich dann die hundertprozentige Garantie, dass irgendwas Gefährliches passiert. Und jetzt sogar das 1-0. Nichts mehr zu halten. Der war wirklich hammerhart geschossen. Und so das 1-0 für Frankfurt. Und sie kamen nochmal im zweiten Abschnitt des ersten Durchganges. Und zwar so. Ante Rebic, 44. Und irgendwann geben einem dafür dann auch die Worte aus. Es war brutal effektiv, was die Frankfurter hier spielten. Schalke war die bessere Mannschaft im ersten Durchgang. Versäumten es, die Dinger zu machen. Und Ante Rebic und Luka Jovic hämmern den Ball so auf den Kasten, dass da gar nichts mehr zu halten ist. Super gemacht. Und der passt dann eben perfekt. Super Abschluss von Ante Rebic. Beweis mal wieder seine Qualität. Zweiter Durchgang und wieder Schalke. Das schnelle 2:1 sollte her. Harit, das ist der Abschluss dann von Kelly Drury, der gar nicht so schlecht ist nach 50 Minuten, aber dann doch am Kasten vorbeigeht. Die Eintracht aus Frankfurt weiterhin defensiv sehr offen und sie gaben immer wieder Möglichkeiten für die Königsblauen, heute in eher grau spielend, Chancen zu kreieren. Schöpf auf Uth! Und dann war irgendwann auch Pech dabei. Trifft hier nur den Außenpfosten. Überragende Schusstechnik. Marc Uth, der zuletzt gegen Hannover sein erstes Tor für Schalke in der Bundesliga erzielen konnte. Im Aluminium. Unglück. 10 Minuten noch zu spielen. Suat Serdar wird nicht angegriffen. Versucht es dann selber. Und macht dann in der 80. Minute das 2:1. Und plötzlich waren die Gäste wieder da. Die Möglichkeit bestand wieder, hier zumindest einen Punkt mitzunehmen, der auch verdient gewesen wäre, weil Frankfurt nach vorne wenig zustande brachte. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal Schalke, Embolo auf Marc Uth. Marc Uth und Kevin Trapp hält diesen Dreier für die Eintracht fest. 95. Spielminute, die letzte Aktion der Partie, wird entschärft vom Rückkehrer aus Paris. So gewinnt Frankfurt sehr schmeichelhaft am Ende mit 2:1. Damit werden sie sehr gut leben können. Schalke hingegen macht eine gute Partie, kann sich dafür aber im Endeffekt einfach nicht belohnen. So, das war die Prognose. Hier im Überblick seht ihr einmal die Ergebnisse der Prognose und eben meine Tipps dazu. Tippt auch ihr wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten würde ich mich ebenfalls über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Naja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ach ja, jetzt ist ja mal eine Länderspielpause. Schade eigentlich. Naja, wir sehen uns. Bis dann und tschüss.